Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yesterday Origins. Wir sind hier immer noch im Gemälde. Ich bin zwar in der letzten Folge auch ein bisschen hin und her gelaufen, aber was soll's. Ich würde mal das hier anschauen, denn mir ist aufgefallen, ich habe mehr Items zur Verfügung, als mir eigentlich bewusst war. Moment. Moment. Na komm. Na komm. Ach. So. Du würdest ja einen großen Preis erwähnen, dass der Kompass dein Stick wäre. Okay, Warum komme ich jetzt nicht mehr an das Gemälde, an die Plakette ran? Jetzt möchte ich mal kurz zurückgehen. Und wieder. So. Vielleicht klappt es ja jetzt. Zack. Zack. Da sind mir nämlich die ganze Zeit diese kleinen Dinger aufgefallen, diese zwei Löcher. Du steckst das scharfe Ende des Kompasses zwischen die Plakette und das Gemälde und... Oh. Da hat sie was getan. Ich war schon schutzig die ganze Zeit mit diesen zwei Löchern. Entgegen der Logik normaler Türen ist das Schlüsselloch am Rahmen. Du versuchst die Spitze des Beitels zwischen die Plakette und dem Rahmen zu bekommen, doch das Werkzeug ist zu dick. Du untersuchst den Rahmen vorsichtig nach einer geheimen Botschaft. Nee. Obwohl dir die bisherigen Erfahrungen sagen, dass dieser Kompass Schlüssellöcher aus dem Nichts erscheinen lassen kann, willst du es bei einem bewenden lassen. Okay. Wir haben das jetzt geöffnet. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir weiter? Weil wir brauchen ja irgendwie noch einen Schlüssel dafür, um da weiterzukommen. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich hätte eine Idee, was er noch machen könnte. Mit Hilfe der Brille suchst du das Pult nach irgendwas ab, ohne genau zu wissen, wonach du genau eigentlich suchst, Bruder Jago. Ah, hier. Funktioniert nicht? Seltsam. Wonach soll ich denn suchen? Oh, das Spiel verwirrt mich. Mann. Okay. Hier ist nichts, ne? Nee. Hier
Hier ist auch nichts. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaue mir noch mal ganz gründlich an. Warum kann ich seine Hände nicht untersuchen? Sieh an, der Dieb. Tobio versucht, Ezekiel während des Besuchs den Königin anzuschwärzen. Ah! Jetzt habe ich hier was freigeschaltet, okay. Dieb. Und dann. Klappt das? Tatsächlich. You dropped something, Brother Toribio. Aha, jetzt verstehe ich. Mind your own business, Brother Iago. Natürlich will ich das wissen. Ah, jetzt klappt's endlich. Wissen wir, wo er die ganzen Lettern versteckt hat. So. Das Seil kommt euch hier noch in die Hand. Ja, dann zieh doch mal. Ja, wie kann ich jetzt an einem Seil ziehen? Jetzt haben wir etwas geschafft zu triggern, aber wie geht es jetzt weiter? Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir erstmal verpetzen. Du überlegst dir zweimal, ob du etwas sagen solltest. Wenn du Bruder Ezekiel alles erzählt, was du herausgefunden hast, wird Tobio wissen, dass du ihn verraten hast. Und er wird dir das Leben zur Hölle machen. Du solltest die Lettern besser allein finden. Are you sure the library I dreamt of could only be where the Divine Paolo painting hangs? You can only be sure of two things. Our good Lord is foolproof, and he created me in his own image and likeness. All other creations are capable of erring. Okay. Bruder Ezekiel hat gesagt, du kannst alles in deinem Besitz für mich so stohlen lassen, aber... I gave that spool to Brother Giuseppe. A very fine om. It must have had about 10 meters left when I gave it to him. Okay. Ein Faden. Ich würde ihm die Wahrheit sagen.
Hey, warte mal. Was ich aber nicht verstehe ist, wieso kann ich nicht am Seil ziehen? Kann ich dem vielleicht ihm was sagen? Ich muss da an dem Seil ziehen. Jetzt bin ich aber extrem verwirrt. Ah. Du weißt genau, wonach du suchen musst. Und mit den idealen Hilfsmitteln? Ah. Findest du ein Ende des unsichtbaren Fahnens, der von der Decke hängt und fast das Holz berührt? Sanft ziehst du an dem Faden und? Ah, jetzt verstehe ich. Ah, ja, klar. Ich hab's geschafft. Cool. Wir haben jetzt all die ganzen Lettern. Dann gehen wir zurück zu Ezekiel. So. Ezekiel, ich habe ein Geschenk für dich. Als er die Lettern sieht, umarmt sich Bruder Ezekiel, hüpft vor Aufregung und lobpreist den Herrn und Gutenberg. Als du ihm dann sagst, wer sie hatte. That bastard. Call Father Hines immediately and have Botillo come as well. I won't denounce him. The look on his face will be a greater prize. Oh, jetzt wird's spannend. Nachdem du Bruder Jeans unterrichtet hast, tust du auch mit Bild, der nach meinem Lächeln geht und sich darauf noch hingibt, gleich Zeuge seines Bruders gejagt zu werden. Okay. So. Was haben wir denn da? Du hast es gewusst, Tobio geißt sich noch immer entgegen des Befehls des Abtes. Das nehmen wir mit. Gut, dann schauen wir uns doch mal diese Bestrafung an. Jeans muss irgendwas ahnen. Warum sollte er sonst Lucius vor der Tür zu seinem Studienzimmer positionieren, sobald er euch fortgeht? Okay. Okay. Können wir mit ihm reden? Hello, Ursus. I forgot my scapulary in Father Hines' study. Can I come in to get it? Er sagt gar nicht dazu. Hello, Ursus. Father Hines wants to see you. Okay. Er lässt sich nicht mit sich verhandeln. You've got tomato sauce from lunch on your face. Whoops. No. Hello, Ursus. You know, sometimes I feel isolated just like you. I think in non-existent languages. Not even I understand myself. Keine Ahnung, was anderes sagen, aber. So. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen, aber. Ich gehe dann mal. Lassie, kümmere dich um die eigene Angelegenheit. Welche denn?
welche Angelegenheit soll ich mich denn kümmern? Ein Folterinstrument, das als neunschwänzige Katze bezeichnet wird. Offenbar sucht Tobio seine Reue durch 100 festes Auspeitschen, um zu unterstützen. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Und so erfand Bruder Jago uns von Santa Brigada, der einst eine Riesenpeitsche. Ezekiel kann ja hier nicht der einzige Erfinder sein. Ah. Ihr habt eine Riesenpeitsche. So. Wir haben jede Menge Lettern. Was machen wir jetzt mit den Lettern? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Warte, den Schlüssel zu haben. Ah, wir brauchen also den geheimen Schlüssel. Vielleicht können wir nochmal an den Faden ziehen. Kannst du ja mal ausprobieren. Kann ich nicht, oder? Jetzt, wo du die Lettern hast, möchtest du Tobias körperliche Ertüchtigung besser nicht weiter verlängern. Soll er doch fett bleiben. Ja, aber ich muss wissen, wie ich jetzt an die Lettern komme. An den Zugangsschlüssel komme. Tobio ist gar nicht da. So. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich weiter? Da ist was zum Anklicken. Hä? Hier ist irgendwas. Aber ich komme nicht ran. Das ist ein bisschen ärgerlich. Shh, don't tell a soul. We'll have a good laugh tomorrow. I'm going to make brother Botio lose some weight. Nun weißt du, was Giuseppe auf die Lampe zu schaffen gehabt hatte. Giuseppe war ein Genie. Wie ist er bloß auf die Idee gekommen, den unsichtbaren Faden von seinem Pult aus durch die Lampe mit der Glocke zu verbinden? Ja, aber wie kommen wir jetzt weiter? Das ist jetzt die Frage. Wir müssen ja irgendwie noch ins geheime Zimmer reinkommen. Großes wird uns nicht durch die Tür lassen. Er muss die Tür bewachen. Jetzt ist hier, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil wir kommen ja nicht offensichtlich nicht weiter. Kann ich mit ihm irgendwelche Sachen besprechen? Mann.
Zur allgemeinen Verwunderung hat er alle Geißelung untersagt, auch die selbst verabreichten. Würdest du ihn aus Versehen pieken, würde er keinen Muskel rühren. Seine Haut verbrannt hin und her, ist reinstes Leder. Boah, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay, dann würde ich sagen, ich mache erstmal hier Schluss. Bleibt für mich gewogen und bis morgen. Ciao.